Liebe Leute, heute gibt's Milchbrötchen. Wer kennt sie nicht? In meiner Kindheit, oh Mama Mia, Milchbrötchen, das war doch was, oder? Und heute machen wir die selber und füllen die sogar noch mit Käse. Ein Hauch von Knoblauch, eine tolle Süße. Also bleibt dran und schaut's euch an. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Fast Cooker. Ich bin Dennis. Und heute gibt's wieder was zwischen die Kauleisten und das schnell, easy, einfach und lecker. Ihr braucht erstmal eine Schüssel und etwas zu rühren. Also ich nehme Holzlöffel. Und dann füllt ihr 200 ml temperierte Milch, also Raumtemperatur. Nicht zu kalt, das tut der Hefe nicht gut und dann geht uns der Teig nicht auf. 5 Gramm Hefe. Ja, da war noch der Rest drin. Das kommt alles jetzt noch mit in die Schüssel. Und dann 50 Gramm braunen Zucker. Ihr könnt natürlich auch weißen nehmen, aber der braune, ihr wisst ja, der hat so ein spezielles Aroma. Das rühren wir jetzt mit den Holzlöffel unter, vermengen das und dann kommt 6 Gramm Salz dazu. Dann haben wir Butter. Und zwar habe ich die etwas erwärmt, dass die flüssig ist. Das waren jetzt bei mir 40 Gramm. Und jetzt kommt 280 Gramm Mehl. Nach und nach unterrühren, bis das unseren Teig ergibt. Und ich danke hier der lieben Maria für das tolle Rezept. Wir haben das jetzt schon zweimal zubereitet und naja, von diesen 16 Brötchen sind dann immer nicht viele übrig. Die sind schneller weg als gedacht. Ja, und das ist jetzt unsere Struktur des Teiges. So sollte es aussehen. Schon noch etwas klebrig, aber fest. Und das habe ich jetzt in Glasfolie gepackt und das kommt jetzt für eine Stunde an einen warmen Ort. Und die Stunde ist rum, so ratzfatz geht das hier bei uns bei Fast Cooker. Und ich bestreue das etwas mit Mehl und löse den Teig mit dem Teigschaber vom Schüsselboden. Und ab damit auf meine Silikonmatte. Kann ich euch nur empfehlen, so ein Ding. Man macht nichts schmutzig, es haftet überhaupt nichts dran. Es ist wirklich toll. Ja, und da haben wir unseren Teig. Ich klopfe den mit der Faust so ein bisschen glatt. Bestreue den noch etwas mit Mehl, weil er ist schon ganz schön klebrig. So. Ich habe heute übrigens das allererste Mal in meinem Leben eine Brille auf. Also Sonnenbrillen hatte ich natürlich schon. Aber im zunehmenden Alter musste ich leider feststellen, dass es mit dem Lesen etwas schwierig wird. Und da gab es heute für mich eine Brille und jetzt funktioniert das ganz gut. Ja, wer hat noch so ein Problem, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, unseren Teig haben wir jetzt noch so ein bisschen hin und her bewegt, haben noch etwas Mehl eingearbeitet, dass es nicht ganz so klebrig ist. Und jetzt falte ich jede Seite, indem ich die Seite angreife, nach oben ziehe, unten die Mitte falte, wieder zu einer Kugel. Und die lassen wir noch ein bisschen ruhen, bis wir sie dann teilen. Insgesamt ergibt das bei uns 16 Brötchen. Und durch die Teilmethode ist das relativ einfach, da regelmäßige Brötchen hinzubekommen. Jetzt haben wir 2, aus 1 macht 2 und aus 2 werden dann 4 und aus 4 werden dann 8 und aus 8 werden dann 16. Schaut es euch an. Da seht ihr mal wieder, wie vielfältig mein Kanal ist. Was ihr alles so bei mir erhaltet.
Aber interessiert euch denn alles? Ne, ihr könnt es ja gerne mal schreiben, ne, damit ich mich weiterentwickle, damit ich einen Content zusammenstellen kann, der euch auch gefällt. Ihr habt es ja gesehen, ne, da kommt ab und zu mal auch ein Gartenvideo. Desserts waren dabei. Es wird gebacken, ob es Brot oder Brötchen sind. Und halt das Kochen. Hauptbestandteil war ja auch der Opti-Grill, den ich gerne nutze. Wie findet ihr das so? Lohnt sich das, weiter so einen Mix zu machen? Oder wollt ihr einfach nur euch aufs Kochen konzentrieren? Unsere 16 Teigstücke, die nehme ich mir jetzt einzeln zur Hand und falte jede Seite, wie wir das vorhin mit dem großen Stück gemacht haben, nochmal, indem ich nach oben ziehe und zur Mitte einschlage. Ne? Oben beginnend, dann rechts, dann unten, dann links, zu einer Kugelform und beiseite legen. Das Ganze decken wir jetzt nochmal ab. Ich nehme jetzt gleich das Backpapier und lasse das nochmal 10 Minuten ruhen. Und nach den 10 Minuten füllen wir unsere Brötchen, ne, 16 Brötchen, jetzt mit Käse. Und dafür habe ich geriebenen Mozzarella-Käse genommen. Ihr könnt aber gerne nach Belieben auch Gouda, Emmentaler oder vielleicht Cheddar-Käse nehmen. Ich habe das noch gar nicht probiert, aber das ist mit Sicherheit genauso lecker. Und dazu nehmt ihr euch einen Teigling, macht den mit den Fingern, mit den Fingerspitzen richtig schön glatt, ne, indem ihr drauf klopft. Und dann, wenn das glatt ist, legt ihr den Mozzarella rein, ne? Das seht ihr dann schon, wie viel da reinpasst. Und dann faltet ihr wieder jede Ecke, indem ihr hochzieht und in die Mitte legt, wieder dann zu einer Kugel. Ne? Das ist jetzt hier noch ein bisschen klebrig. Ich glaube, ich nehme noch etwas Mehl. Und dann formen wir das zu einer Kugel und dann kommt es auf das Backblech, darunter Backpapier, dass das nicht anbackt. Und dann geht es zur nächsten Kugel. Ne? Ihr seht das? Mit den Fingerspitzen reindrücken, Mozzarella drauf, die Seiten hochfalten zu einer Kugelform und dann mit etwas Abstand, ne, ich sag mal so 2-3 cm, zu den anderen Teigstücken legen. Ihr könnt jetzt bereits euren Ofen vorheizen und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Fertig! Ihr habt gesehen, das ist etwas Arbeit, aber es lohnt sich wirklich. Probiert's aus. Ne? Und die Teigstücke kommen jetzt in den Ofen und zwar erstmal nur für 10 Minuten.
Und die 10 Minuten nutzen wir, um den letzten Schritt vorzubereiten. Ich habe hier eine Handvoll glatte Petersilie. Die hacke ich ganz fein in kleine Stücke. Dafür könnt ihr das Messer nehmen und hacken. Zack. Jetzt habe ich ein Stück Butter, das habe ich wieder etwas erhitzt, dass es flüssiger wird. Da kommt die Petersilie mit rein. Und dann pressen wir da noch 1 bis 2 Knoblauchzehen rein. Ups, mit reingefallen. Naja, gut. Jetzt wird sie reingepresst. Und jetzt brauchen wir noch etwas Zucker und noch etwas Salz. Ich gebe jetzt 1 Esslöffel braunen Zucker noch dazu und ungefähr, einen halben Teelöffel Salz. Eine Prise. Etwas durchrühren und jetzt warten wir, bis die 10 Minuten um sind. Wir können ja schon mal in den Ofen gucken, oder? Da waren sie rum, die 10 Minuten, und raus damit aus dem Ofen. Und dann bestreichen wir unsere Milchbrötchen mit der Butter, die wir vorbereitet haben. Und ihr seht, da ist noch nicht viel Farbe, aber der Käse tritt bereits aus. Ich habe dafür jetzt einen Pinsel und dann bekommt jedes Brötchen was von der tollen Kräuter-Knoblauch-Butter ab. Und das ist jetzt nicht ganz so typisch, weil der Zucker, der bringt natürlich auch eine Süße, ne? Aber ich finde, das passt wunderbar zu Milchbrötchen. Und da stört Knoblauch und der Käse jetzt überhaupt nicht. Das wird eher ein süßes Brötchen, ne? Aber mit einem Hauch von Knoblauch und Käse. Wobei jetzt der Mozzarella jetzt nicht viel Geschmack bringt. Jetzt nehme ich noch so etwas, der Rest von meinem Beutel, von dem Mozzarella-Käse, den streue ich jetzt noch drüber, ruhig in die Lücken mit rein, damit sich das dann schön verbindet. Das sieht ganz toll aus. Und das kommt jetzt wieder in den Ofen, wieder bei den 200 Grad und das Minimum für 12 Minuten. Ihr könnt ja dann nach den 12 Minuten immer reinschauen und wenn euch das vom Bräunungsgrad gefällt, dann holt es raus. Ne, bei mir waren es 12 Minuten. So sieht bei mir das Ergebnis aus, kurz bevor ich es raushole. Der Käse ist zerlaufen, die Brötchen sind angebräunt, aber sind halt noch schön fluffig. Der Käse innen drin ist auch zerlaufen. Ihr seht, wie weich die sind. Aber der Geschmack überzeugt natürlich auch, ne? Also wenn ihr das jetzt so auf den Tisch stellt, da bleibt nicht viel übrig. Ne? Wir waren 3 Personen, weg, wie nichts. Ne? Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ihr probiert es einfach mal aus. Wenn es Fragen gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, euer Dennis.